ihr Lieben, heute wollte ich mal ein Rassehunde-Video machen, wie auch immer man es nennen soll, über den Wasser, spanischen Wasserhund. Grace! Komm her! Das ist Grace, die kennt ihr ja alle. Und sie ist ja ein spanischer Wasserhund. Und über sie wollte ich jetzt einfach mal eine Rassekunde machen. Spanischer Wasserhund, auch Perro de Agua Español genannt oder PDAE als Abkürzung. Die spanischen Wasserhunde kommen, wie der Name schon sagt, aus Spanien. Sie werden 40 bis 50 cm groß. Ihr Fell ist wollig und lockig. Man darf es nie kämmen oder bürsten, auch nicht frisieren. Man sollte die Hunde ein- bis zweimal im Jahr scheren. Da man nicht kämmen sollte und auch nicht bürsten, sollte man, wenn sie zu lang sind und so komische Flusen bilden, einfach die Flusen ein bisschen rauszupfen. Also immer so ein bisschen, dass das Fell nicht so verklettet ist, sondern die Kletten einfach so zupfen. Wasserhunde gibt es in Schwarz, Weiß, allen Brauntönen bis Creme, auch zweifarbig, immer mit Weiß dazwischen. Grace ist ja zum Beispiel braun-weiß. Also sie könnten auch mal dreifarbig werden, aber diese sind da nicht zur Zucht zugelassen. Der Charakter ist freundlich, unternehmungslustig, sie sind robust, zuverlässig, intelligent, ausdauernd und sie lernen sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell eigentlich. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, wie Grace manchmal. Fremde lassen sie nicht so an sich ran. Sie sind nicht aggressiv, aber sie wollen halt nicht den Kontakt zu Fremden. Zumindest nicht, solange sie sie nicht richtig kennen. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitstiere, also früher wurden sie viel als Arbeitstiere genutzt, was heute ja leider nicht mehr so doll der Fall ist, die durften sich nicht klauen lassen. Darum hat man sie so erzogen, dass sie vor Fremden Abstand nehmen. Und ja, das hat sich halt immer weiter gezogen in der Zucht und so. Und irgendwann ist ihr Charakter so geworden, dass sie halt nicht so gern auf fremde Menschen zugehen. Von den Arbeitstieren gibt es drei verschiedene Formen. Einmal den Tipo Marismero. Das muss ich immer ein bisschen lesen, sonst kann ich das nicht so. Das sind Jagd- und Apportierhunde, zum Beispiel früher auf Enten. Diese Hunde haben keine Unterwolle, daher trocknen sie schneller, weil sie ja immer wieder ins Wasser müssen und halt wieder raus müssen, wenn der Jäger eine Ente erschossen hat. Diese sind dazu erkennen, dass sie Rasterlocken haben und halt meistens braun sind, um sich zu tarnen. Die zweite Sache ist die Tipo de Sierra. Diese wurden früher als Hütehunde benutzt. Und wir glauben, dass Grace auch irgendwie so Hütiges in sich hat. Diese Hunde sind eher groß und kräftig. Also die erreichen gut die 50er-Marke. Sie haben Unterwolle. Sie haben lockiges Fell. Sind schwarz, braun, aber auch mit Weiß. Die dritte Form ist die Tipo de Catabrico. Diese Hunde wurden früher in der Fischerei eingesetzt, damit sie vom Boot aus springen und dann, also vom Boot ins Wasser ausspringen und dann die Fischernetze wieder einsammeln.
Wir haben eher eine helle Fellfarbe, damit man sie auch im dunklen besser sieht. Also weiß bis creme. Ihr Fell ist dicht und sie haben viel Unterwolle, damit sie auch nicht frieren, wenn sie mal im Winter ins Wasser müssen. Ob es diese Form wirklich so gegeben hat, das kann man nicht sagen. Sie wurden halt von den Züchtern dafür eingesetzt. Also darum hat man das so, ja. Die haben halt auf die Fellfarbe geachtet eher und ob die Unterwolle haben oder nicht. Und das wurde halt so gezüchtet. Heutzutage kann man das aber nicht mehr wirklich erkennen. Diese Hunde können für alles eingesetzt werden. Also ein Tipo, dem Manis Merpo, also dieser Jagd- und Apportierhund, kann auch gut für Fischerei eingesetzt werden oder die für Schafe hüten für Fischerei oder die für Fischerei die Schafe hüten. Also diese Hunde können einfach alles. Ja. Den normalen Hundealltag mögen sie darum, also den normalen Lebensalltag mögen sie darum nicht. Darum brauchen sie eine Aufgabe. Da sie aber für vieles einzusetzen sind, ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm, was man gerne mit denen machen wollen. Die haben eigentlich an vielem Spaß. Sei es nur abortieren, sei es nun viel Fahrrad fahren oder hüten oder was auch immer. Also man kann so viel mit denen machen, auch Agility und die ganzen normalen Hundesportsachen. Also die Hunde haben halt an allem Spaß, Hauptsache sie haben eine Aufgabe. Drin sind sie eher ruhig. Und draußen wollen sie halt Action. Sie wollen gefordert und gefördert werden. Also, ja. Wer nun mehr über diese wundervolle Rasse erfahren möchte und spezielle Fragen hat, kann sich erstens gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich, ich beantworte auch gerne jede Frage, die ich weiß. Aber auch gerne in Wasserhunde aus dem deutschen Tierschutz gibt es eine Facebook-Gruppe. Dort sind zum Beispiel auch die portugiesischen Wasserhunde. Also da kann man wirklich über alle Wasserhunde, die es gibt, ich glaube, es gibt auch noch französische, es gibt portugiesische, spanische, es gibt so viele Wasserhunderassen. Da kann man sich wirklich über alle Rassen informieren. Wenn ihr spezielle Fragen habt, schreibt sie gerne dann auch da rein. Und dann, ja, diese Seite verlinke ich euch dann auch nochmal, also diese Facebook-Seite. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Informieren über diese Tiere und bis bald. Tschüss!